Guten Morgen, Mädels. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich muss hier heute ganz viel an mir rumzuppeln, weil ich mir das neu gekauft habe. Und das ist irgendwie schon ein arg großer Ausschnitt hier. Und muss ich ein bisschen immer an mir rumzuppeln, ihr Lieben, ja? Also wundert euch nicht, wenn ich das zwischendurch mache. Das ist jetzt so, da muss ich mich erst noch dran gewöhnen. Kennt ihr das? Dann kauft ihr irgendwelche Klamotten und müsst ihr euch dran gewöhnen, ne? So. Wir fangen an, weil ich bin jetzt gleich schon wieder unterwegs, ihr Lieben. Ich bin schon wieder unterwegs und zwar mit dem Primer. Und gleichzeitig Settingpuder. Hat einfach ein super schönes, kühles, schönes, glattes, glatte Oberfläche zaubert. Das ganz feucht sich anfühlt, wenn man es aufträgt. Ganz toll. Ganz, ganz toll. Und gleichzeitig die Poren verschmälert, verkleinert. Sich da aufs Gesicht draufsetzt wie ein. Wie der Gesichtsprimer auch, ja, glättet und die richtige Vorbereitung gibt für alles, was kommt, und zwar Make-up. Und zum anderen ist das auch gleichzeitig euer Finish, das heißt euer Setting-Puder, ja, so. Aber jetzt haben wir erstmal, sorry, ich muss zuppeln, zuppeln. Ich muss mich da noch dran gewöhnen, Kinder, ich muss mich da noch dran gewöhnen. So, also. Gesicht, wir machen BB Cream. Denkt dran, Kinders, die BB Cream ist im Angebot. Die ist super, weil die pflegt unglaublich toll, gerade jetzt bei diesem Wetter. Gibt ganz viel Feuchtigkeit. Dann haben wir noch unser Setting Puder dabei. Das heißt, zum Schluss könnt ihr entweder damit setten oder damit setten. Und es ist eine Pflege dabei, sprich eine Maske dabei. Auch hier könnt ihr die Maske aussuchen nach eurer Wahl. Für das ganze Angebot. Unterm Strich spart ihr 30%, weil die BB-Creme umsonst dabei ist. Umsonst, ihr Lieben. Und das soll schon was heißen. So, wir machen weiter. Und zwar, ich mache so vier Tröpfchen. So vier Tröpfchen mache ich da drauf. Und dann gehe ich her, weil ich noch eine etwas größere und bessere Deckkraft haben möchte, weil die BB-Creme ist eine ganz, ganz leichte, schöne Tagescreme. Aber die hat nicht ganz so super viel Deckkraft. Deswegen gehe ich her und mische das gerne nochmal mit der Liquid Foundation. Und zwar geht ihr da einfach her und benutzt eure eigene Farbe, sprich die Farbe, Sommerfarbe, Winterfarbe. Das könnt ihr euch dann überlegen, könnt ihr euch aussuchen. Jetzt habe ich gekleckert hier. Mann, 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 Mann. Geht da gleich schon am frühen Morgen. Jetzt habe ich fast den Pinsel fallen lassen. So. So, dann gehen wir her, verteilen das alles schön im Gesicht. Erst schön verteilen. Und dann fangen wir gleich an, das einzuarbeiten, damit das einfach einen schönen Untergrund hat, dass das ein schönes Finish ist, dass es meine Rötungen abdeckt, eventuelle Flecken, was heißt eventuelle? Ich weiß, dass ich Flecken habe, Flecken abdeckt, die vorhanden sind, schön in kreisenden Bewegungen einarbeiten. Die BB-Creme, die Pflegecreme, und das ist eine Pflegecreme, setzt sich auf die Haut drauf und wird von der Haut auch aufgenommen. Ganz im Gegensatz zu dem Make-up, das sich nur auf die Haut draufsetzt und nicht aufgenommen wird von der Haut, weil das wollen wir auch nicht. Wir wollen nicht, dass das Make-up in die Haut eindringt. Es soll einfach schön auf der Hautoberfläche liegen bleiben und sich da im Prinzip uns eine schöne Abdeckung geben. So, ihr Lieben, schaut mal. Ganz toll. Eine ganz tolle, schöne Abdeckung. Ein beruhigtes Hautbild, so nennen wir das. Ein beruhigtes Hautbild. Es gehen schon wieder alle Sachen hier fliegen, Mädchen. Kinders, Kinders. Ein beruhigtes Hautbild, das heißt, dass einfach schön die Farbe durchkommt, dass einfach schön, dass alles sehr eben ist. Ne? Das wollen wir. Wir wollen keine Unebenheiten, wir wollen kein irgendwie Schnickschnack, wir wollen, dass das alles schön eben ist. Und dieses Kleid hier, ich muss mich da noch dran gewöhnen, Mädchen. So, ich zuppel da ein bisschen dran rum. Stört euch da nicht dran, das bin ich jetzt hier einfach. Ja, das ist einfach so, das brauche ich dann einfach. So, wir machen weiter mit den Augenbrauen. Heute benutze ich wieder die Augenbrauenpalette, ihr Lieben. Und zwar die Augenbrauenpalette für Blonde. Ich gehe erstmal her und schubse die Augenbrauen schön nach oben. So, auf beiden Seiten. Warum mache ich das? In dem Moment, wo wir die Augenbrauen nach oben schubsen, strecken wir schon das Auge. Und wir wollen schöne große Äuglein haben. Wir wollen schöne große Äuglein haben. Und nicht kleine Äuglein. Wir wollen
große Augen haben und deswegen strecken wir zum einen schon die Augenbrauen, indem wir die hochkämmen. Und zum anderen werden wir nachher mit dem Highlight arbeiten. Und mit dem Highlight arbeiten bedeutet, wir verbreitern auch das Auge. Das heißt, wir vergrößern es, strecken es und wir verbreitern es auch. Und somit haben wir ein super schönes, großes Auge gezaubert. So, ihr Lieben. Ich mag das nicht so eckig hier. So eckig und so kantig mag ich das nicht. Ich mag das lieber eher ein bisschen rund. So, dann machen wir das hier hinten noch. Dann hier das Schwänzchen. Das machen wir am besten immer etwas dunkler. So, ihr Lieben, guck mal, schon haben wir das erledigt. So, jetzt machen wir uns an die Äuglein. Ich habe lange überlegt, was könnten wir denn heute schminken? Was passt denn zu diesem Khaki? Was passt denn, ja, so, also generell, natürlich passen hier auch schöne Bärentöne. Ja, gar keine Frage, ist ein sehr neutraler Ton, auch das Khaki ist ein sehr neutraler Ton. Ich muss mir hier was einfallen lassen, Kinder. Macht mich kirre. Auch das Khaki ist ein sehr neutraler Ton. Aber wir könnten auch super gut, weil ich zeige euch meine Schuhe, damit ihr seht, guck mal, die habe ich heute an, passt super gut zu meinem Kleid. Das heißt, wir könnten auch irgendetwas hier in Gold machen, ne? Also es muss sich ja nicht immer, und ich habe ja auch hier die Kette in Gold, könnt ihr das sehen? Die Kette in Gold, ich muss meine Schuhe wieder anziehen. Kette in Gold oder die Ohrringe in Gold. Also wir könnten jetzt auch so eine schöne Kombi mit dem Gold machen. Und ich finde einfach, dass diese Farben schon so ein bisschen dahin tendieren. Nicht zu richtig purem, heftigen Gold, aber schon ein bisschen in diese Richtung. Dann habe ich mir schon die Palette 5 rausgelegt, weil ich dachte, da habe ich einen schönen Goldton drin. Der jetzt, guck mal, nicht auf diese Sachen hier, der aber auch schön passen würde. Ne? So, vielleicht nehme ich den jetzt gleich noch dazu. So, also wir fangen an mit der Palette Nummer 1. Und dann nehme ich wahrscheinlich noch mal einen Goldton dazu. So, dann machen wir das. Weil, wie gesagt, ich finde das eigentlich ganz schön, wenn sich das Gold dann entsprechend auch widerspiegelt. Ihr wisst, was ich meine, ne? So. So. Und zwar, wie fange ich denn heute an? Ich mache es ja eh immer recht dunkel. Das heißt, ich fange eigentlich auch schon mit dem Hellbraun erstmal an. Und werde dann schön dunkel hinten in der Ecke. So. Ein bisschen beeilen. So. Ziehen wir das so ein bisschen nach vorne. So. So. Schön das Braun verteilen. So. Dann wechsle ich gleich auf den schmalen, auf den Lidschattenpinsel. Und mache mir direkt das Dunkelbraun hier hinten ins Äuglein, ins Eckerl. So. Und ziehe mir den direkt mit unters Auge. Ach, ein bisschen zu weit rausgezogen. Ein bisschen direkt hier mit unters Auge. Das mache ich auf der anderen Seite auch gleich mit. So. Und auch hier direkt unters Äuglein. So, beide Seiten. Ach, ist das schön, ne? Ich liebe das ja schon wieder, ne? Wenn ich das so schminke, finde ich das wieder grandios. Aber Mädchen, ganz ehrlich, so soll es doch auch sein, ne? Wenn wir uns selber schminken und uns schön finden, dann kann uns doch ja nichts, keiner irgendwie was, weil wir uns doch schon schön finden. Das ist doch eigentlich das Wichtigste. Und wenn wir dann noch bestätigt werden da drin, dann ist es doch perfekt. So, schon ein bisschen verblendet, nicht viel. Hier muss ich noch mal ein bisschen nachlegen, da habe ich schon ein bisschen reich viel verblendet. So. Ja, sehr schön. Dann nehme ich den anderen, helleren, und da gehe ich jetzt, wie mache ich das jetzt? Doch, so mache ich das jetzt. Ich gehe jetzt hier in dieses Sincere rein, ja, in dieses Sincere, um das vorne zu highlighten. Und danach gehe ich hier in das Brassy rein. Und ich weiß noch nicht, ob ich